Moin liebe Filmfreunde oder so gesehen Flohmarktfreunde. Ich habe mal gedacht, im Nerdcheck werde ich jetzt mal wieder so einen kleinen Flohmarktfund zeigen, was ich so euch präsentieren kann und überhaupt, wie es in Corona-Zeiten ist, auf den Flohmarkt zu gehen. Das werde ich euch nämlich jetzt erzählen. Ich bin Dennis und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen und es geht nämlich jetzt los. Ja Leute, ich war jetzt auf dem Flohmarkt gewesen, am letzten Wochenende, sage ich mal, jetzt hier, und es war 17,5 Grad oder 18 Grad hier in Bremerhaven bei uns. Und ich sag mal so, die Flohmärkte im Land Bremen sind ja teilweise verboten. In Bremerhaven komischerweise ist es erlaubt. Es geht, denke ich mal, um die Einwohnerzahl, dass es vielleicht erlaubt ist. Eigentlich ist es ja so, dass ja Veranstaltungen irgendwie ab 1000, eigentlich ja nur bis 400 Leute im Freien, glaube ich, erlaubt sind. Und sag mal, da steigt ja auch nicht mehr so richtig durch. Trotzdem ist es ja so, dass Veranstaltungen auf jeden Fall verboten sind, die über 400 gehen. Ich glaube, in Land Bremen ist es einfach so, dass das wirklich dann zu viele Leute sind, die dann hinkommen würden. Und hier in Bremerhaven ist es wohl erlaubt. Nur, ich muss euch sagen, ganz ehrlich, die Leute halten sich überhaupt nicht an Abstandsregeln. Ich habe mir eine Maske aufgezogen. Das habe ich euch auf Instagram auch nochmal gezeigt. Ich finde es eigentlich ganz schön wichtig, dass man das überhaupt da macht, wenn man nicht die Abstandsregeln einhält. Ich habe Leute gesehen, die können einfach nicht lesen oder können die Markierung auf den Fußböden nicht sehen. Da ist ein Fall, man soll sich links anstellen und geht nach rechts. Nein, sie stellen sich rechts an und natürlich kreuzt man so dann die Leute. Also ihr merkt schon, das ist totaler Wirrwarr, was ich da erlebt habe. Macht auch keinen Spaß, ganz ehrlich. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen, habe auch einige Sachen zu zeigen. Und dann ist es natürlich auch so, dass einige trotzdem es nicht mal schaffen, in die Armbeuge zu husten. Sie müssen da rumrotzen, rumhusten. Einfach ekelig, ne? So, ihr müsst euch vorstellen, das ist hier am Bremerhaven Lehe, sag ich mal, am Roten Sand ist dieser Flohmarkt. Kann ich auch ganz ehrlich sagen, ist natürlich einer, zählt ja mit den Medien zu den ärmsten Stadtteilen Deutschlands. Ich wohne im Randgebiet, das ist, sag ich mal, nah an der Autobahn und ist auch ein gutes Gebiet. Bin auch ganz froh, dass ich da wohne, sag ich mal. Und das Ding ist halt, ich arbeite hier auch in Bremen. So, ich kenne beide Sachen, ne? Ich kenne beide Sachen. Und ich muss auch sagen, klar hat man in jedem Stadtteil, sag mal, in verschiedenen Städten immer so einen Stadtteil, der nicht gut aussieht. Sei es vielleicht in Hamburg, in Berlin, in München. Es gibt immer einen Stadtteil, der heraussticht und sagt, okay, das ist halt die größte, sag mal, Hartz-IV-Spanne oder Ausländeranteil. Wie gesagt, ist nicht schlimm, aber es ist einfach so, wie es ist. Und man muss einfach sagen, es ist total, sag mal, was sie da machen, veranstaltungsmäßig in Hose gegangen. Naja, einmal dazu. So, jetzt habe ich mir gedacht, trotzdem, ich habe einige Sachen gefunden und das war, ich war auch ganz froh, dass ich dann durch war nach einer anderthalb Stunden da, sag mal, mit der Nasen-Mundschutz-Maske, sag ich mal, und habe dann zum Beispiel das hier einiges gefunden. Gehe mal zu meinem Dealer des Vertrauens, sag mal, der hat da DVDs und Blu-Rays, da gucke ich ab und zu mal und da habe ich nämlich hier Star Trek gefunden, ein Comic, weiß ich nicht, aus den 90ern oder keine Ahnung was. Da habe ich diesen gefunden. Muss ich mal kurz gucken hier. Star Trek Enterprise. Hier steht das gar nicht drin. Raumschiff Enterprise, das Spiegeluniversum Teil 1. Muss ich mal gucken, ob ich den selber behalte oder veräußere. Hier steht zum Beispiel, die Zeichnungen sind von 91 von Ken Christie. Und macht auch so einen Retro-Look. So einen richtig schönen Retro-Look. Sieht sehr cool aus. So ein bisschen so auf jeden Fall wie die X-Men. Ich denke mal, das wird so ungefähr Anfang der 90er halt sein. Also das, da macht man nichts falsch. Dafür habe ich 1 Euro bezahlt. Damals kam es 24,80 Euro. Also ich glaube, da hat man nichts falsch gemacht. Ja, dann bin ich weitergegangen und habe ich dann dieses kleine Set hier, sag mal, gekauft. Also das ist einmal ein Troll aus den 90ern. Der war dabei gewesen mit so einem Baby auf der Hand. Man weiß ja nie, manche sammeln ja alles. Dann habe ich noch einen aus Made in China. Ich gehe mal ein bisschen näher ran hier. Probier ich lange, um es scharf zu machen. Ihr seht jetzt hier so ein Diecast Metal Modell, sag ich mal, ein deutscher, ich glaube, ist das ein Leopard, ja, kann sagen, ein Leopard. Der war dabei gewesen von Thrillmax, irgendwie Made in Hongkong. Ich kann ganz ehrlich gar nicht sagen, was der ungefähr wert ist. Dann sage ich ja diesen Troll hier, den habe ich ja da bekommen. Das könnt ihr noch mal ein bisschen näher jetzt hier sehen. Und zwei Super 8 Filme habe ich da noch gekauft, wenn das ein bisschen schärfer macht. Diese habe ich dazu gekauft, riechen auch nicht nach Essig, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr Super 8 Filme sammelt, dass die nicht nach Essig riechen. Klar, können die ein bisschen muffig riechen, soll da so ein bisschen. Aber die dürften nicht nach Essig riechen, da gab es wohl falsche Lagerung. Und generell habe ich jetzt hier halt einfach das sensationellste Fußballspiel gekauft aus dem Disney-Film Die tollkühne Hexe. Und einmal Don Röschen, der Prinz und der Drache von Revue-Film. So, für dieses Set habe ich ungerechnet 10 Euro bezahlt. Ich glaube, da macht man nichts Falsches.
allein ja schon so ein original verpacktes Modell, sag ich mal, was das wert ist, kann ich jetzt nicht ganz ehrlich sagen, aber allein schon die Super 8 Filme kosten so, ja, kann man so 5 bis 8 Euro nehmen, da macht man auf jeden Fall schon Gewinn mit, oder man möchte sie selber gucken, hat man einen ganz guten Schnapper gemacht. Dann bin ich einen Stand weitergegangen, der hatte einigermaßen altes Spielzeug gehabt und noch alte Knexbow-Sätze, Fischer. Und er hatte auch so alte Figuren, für so ein paar Figuren wollte er 4 Euro haben. Ich komme jetzt nicht mehr auf die Linie, was er da hatte, sag ich mal. Habe auch einen anderen Stand gefunden, der hatte auch richtig coole alte, sag ich mal, chinesische, das waren so ein bisschen so Art wie aus den Power Rangers, so richtige alte aus den 80er, 70ern, diese ganzen alten, ja, diese, die sie verwandeln können, diese ganzen, ich weiß, ich komme ja nicht auf den Namen jetzt, ne? Tut mir leid, Leute, aber auf jeden Fall, der wollte 120 Euro für haben. Als Sammler hätte man, glaube ich, wäre einem was abgegangen, aber das war einfach mir zu viel, das nochmal zu kaufen, und das war auch ziemlich unvollständig, und da muss ich sagen, das war nichts gewesen. Und er hatte da ja auch jetzt, wo ich jetzt was gekauft hatte, ich hatte nämlich ein Puzzle gekauft für 3 Euro von Haie, der Künstler Luop heißt der, die sind immer ganz schön gefragt. Die werden immer halt dann veräußert, die können teilweise echt viel wert sein, kommen ja aus Holland, die Firma. Und der hatte ja auch ganz viel gehabt, mit dem ich mich noch unterhalten. Ganz netter Mensch gewesen, der sich halt vom Flohmarkt, sag mal, Verkäufen übers Wasser hält. Eigentlich Bauingenieur, aber weil er über 60 ist, kriegt er schwer einen Job. Und fand ich sehr interessant, so ist das halt. Flohmarkt kann man ja mal mit einigermaßen mit den Leuten auch reden. Und der hatte auch andere Sachen gehabt. Ich fand das so in Ordnung, die Sachen. Ich wollte sie nicht haben, die alten Actionfiguren. Da waren auch neue Ninja Turtles gewesen. Teenage Mutant Ninja Turtles aus der 2010er Linie. Die mag ich nicht so. Ich bin eher für die 90er Sachen. Und vom Mirage Toys. Das war einfach das Einzige, was ich mitgenommen habe. Für 3 Euro. Ja, und dann war eigentlich schon so gesehen der Flohmarkt fast rum für mich. Hab dann einen Stand gefunden, wo ich dachte, ja, geil. Der hat den ganzen Stapel Super 8 Filme gehabt. Und da habe ich diesen Film geholt. Ihr seht so ein bisschen hier knitterig, auch vielleicht nicht so die richtige Lagerung gehabt. Ein Super 8 Film, Planet der Penisaurier. Das ist wohl einer von Flash Gordon. Das sieht ihr auch hier hinten und so weiter. Das kann man hier so sehen. Das ist einmal von Ufa, geht 120 Meter, Super 8 Tonfilm Color. Und der hatte Filme gehabt, zum Beispiel wie ein Zombie hing am Glockenseil und andere Filme. Der hat auch den Maneater gehabt, aber das Problem war, die rochen alle nach Essig. So, dann kann ich das auch nicht gebrauchen und das lohnt sich dann einfach nicht. Und dieser habe ich aufgemacht, habe geguckt, okay, der sieht auch wirklich gut aus von innen. Das riecht auch nicht. Und dann habe ich den für 6 Euro gekauft bei ihm. Da war ich auch ganz zufrieden, weil die sind ja sehr gut gefragt. Und ja, das war eigentlich so gesehen die Ausbeute. Ne? Die Ausbeute von meinem Flohmarkt. Leider keine Videospiele, oder Videospiele gab es schon. Wenn, dann waren die zu teuer gewesen. Manche wollten zu viel. Da gab es auch eine Polaroid-Kamera im Karton für 10 Euro. Das lohnt sich dann so gesehen nicht zum Resellen. Ja, wart ihr auch im Flohmarkt gewesen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gefunden habt. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, weiß ich nicht, kann man ja auch mal so ein Format starten, wo man sich mal die Sachen anguckt, was ihr bekommen oder gefunden habt. Das würde mich auch mal so ein bisschen reacten oder live reacten, weil ich mich ja für solche Sachen auch sehr interessiere. Ansonsten, glaube ich, mit dem Fund bin ich ganz gut bedient, hat sich gelohnt. Aber ich muss sagen, in Corona-Zeiten ist das sehr anstrengend, auf den Flohmarkt zu gehen. Und würde ich nicht, glaube ich, jedem empfehlen, der da entspannt drüber schlendern möchte. Naja, ansonsten bin ich raus. Ich würde mich gerne über ein Abo freuen, über ein Like, und bis dann und schauen, bam.